Soll ich euch sagen? Ich nehme das Licht einfach nur raus. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich heute nochmal in die Therme gehe. Sieht dann ein bisschen aus wie Bill Clinton. Zack. Und dann lasse ich mich da abholen. Dann chill ich mein Leben. Was geht ab, Leute? Ich hab kaum gepennt, ne? Ich hab auch keinen Bock mehr gerade zu pennen. Ich hab die ganze Zeit probiert zu schlafen, immer mal so kurz und wieder wach geworden. Irgendwie bin ich über diesen Punkt mit Müdigkeit hinweggekommen. Und naja, so war das jetzt hier irgendwie. Ich spüre auch tatsächlich ein bisschen diesen Hacken. Bin ja den ersten Tag mit 30 Kilo losgesteppt. Dann hatte ich so einen kleinen Stein im Schuh kurz. Nur kurz. Und die Stelle ist das einfach. Also wenn ihr mal mit viel Gepäck latscht, das hatte ich schon mal, und einen Stein im Schuh habt, macht ihn sofort raus. Nicht denken, oh, ich gehe noch kurz bis oben hin. Weil dieser kleine Weg bis oben hin, der macht dann schon dieses Gefühl. So ist das hier am zweiten Tag des Jahres. Ich nehme jetzt Matcha rein und dann baue ich ab. Guten Morgen auf jeden Fall. Ja, willkommen in meiner Ruhe. Morgens 5:07, Sonntagmorgen hier im Übertatsbau. Ja, was soll ich euch sagen? Ich noch ein bisschen Licht einfach mal was. Tatsächlich habe ich gar keinen Plan, wo lang ich überhaupt muss. Ich muss auch nirgendwo lang, das ist das Gute. Das heißt, es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Muss. Es gibt einfach nur mich und die Welt. Und die Tiefgarage natürlich. Ja, ich habe einfach keinen Bock mehr hier rum zu chillen. Kommt mir vor, zwischen 2 Tage hier rum. Ja, eigentlich hätte ich mir den geholt, um quasi gefiltertes Wasser aus dem Fluss, was ja so trocken im Mund macht, dann damit zu bisschen zu mixen, um zu schauen, ob das verbesserungsmäßig dann sich ausdrückt. Aber ich knall mir den jetzt einfach so rein. Ich habe auch noch 4 Zitronen mit, also ich bin Vitamin C technisch auf jeden Fall on point, würde ich sagen. Für andere ist das ja ein Krieg, so ein purer Zitronensaft. Für mich ist das lieb. Das ist mein restliches Essensgame. Noch 4 Zitronen, ein paar Kamillenteebeutel, ganz bisschen hier Erdnussmus, noch ein paar Datteln, Studentenfutter, 2 Suppen, Dielenpulver, Matcha und Kreatin, natürlich Ingwer. Ja, krass. Das war's dann auf der Seite. Okay, krass, soll ich euch mal was zeigen, was hier in meinem Zelt ist? Gib dich mal diese Riesenspinne. Also da bist du irgendwie die ganze Zeit in der Natur und hast sowas nicht. Kaum liegst du in der Tiefgarage, ist hier voll die Spinne am Start. Ich nehme euch mal wieder mit zum Zähneputzen Outdoor. Heute sind wir hier beim Urban Lifestyle, weil Zähne muss man ja auch putzen, ne? Ich hab jetzt abgebaut, Zähneputzen, Matcha und dann geht's los, Alter. Wohin weiß ich auch noch nicht. Aufgeräumt, sauber gemacht, kein Müll hinterlassen. Ja, es ist jetzt keine Ahnung, 8 Uhr oder was. Ich weiß nicht, was ich hier mache, wo ich lang kann, soll, müsste. Aber das ist ja das Lustige daran. Auf jeden Fall habe ich schon mal einen Mülleimer gefunden. Und dann, ja, ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich heute nochmal in die Therme gehe. Hier in Bad Harzburg ist ja auch eine, aber die hat leider zu. In Thale, wo ich hin will eigentlich. Ich mache erst am 6.1. auf. Ich habe mir überlegt, so eine Thermenwanderung. Das mache ich auch bald. Das fände ich geil. So von Therme zu Therme wandern und dann zelten. Aber die Idee ist mir jetzt erst gekommen. Deswegen bin ich jetzt nicht optimal vorbereitet, informationstechnisch. Aber auf jeden Fall haben wir hier Mülleimer. Ein bisschen weniger Gewicht wieder. Okay, Bad Harzburg. Es geht ab bei dir. Es ist 8.28 Uhr. Naja, wir werden mal schauen. Ja, da sprach ich doch gerade noch von. Jetzt fängt es nämlich auch noch an zu regnen. Also ganz ehrlich, das Geile ist ja beim Freestyle-Wandern, du bist ja flexibel, ne? Und ich weiß nicht mal, warum ich jetzt in Bad Harzburg bin. Aber ich bin gerade da überlegen, ob es Ausschlusskriterien geben könnte. Und zwar haben wir einmal den Fakt, dass mein Hacken dieses kleine Gefühl da hat, was jetzt nicht so krass ist, aber es ist ein Kriterium. Dann haben wir als nächstes Kriterium, dass es vielleicht jetzt anfängt zu regnen, was auch nicht so schlimm ist, aber es ist ein Kriterium. Und
ich hätte voll Bock nochmal auf eine Therme. Und hier gibt's keine. Es gibt noch ein Kriterium. Ich habe einfach nur 3 Stunden geschlafen oder so. Also von 21 Uhr bis um 1 oder so. Das heißt, ich bin schon 5-6 Stunden wach. Also, Ausschlusskriterium 1, mein Hacken, kleines Gefühl. Ausschlusskriterium 2, es fängt an zu regnen. Ausschlusskriterium Nummer 3, ich habe nur wenig geschlafen. Naja, und als Krönung könnte man das Ganze, also man könnte nochmal in eine Therme gehen heute. Und dann einfach richtig geil einen auf den und dann in Zug steigen. Ja, könnte man machen. Ich überleg mir das jetzt mal. Was sagt ihr dazu? Was meinst du? Würdest du nach Hause fahren? Du siehst so nachdenklich aus. Tja, keine Antwort. Und du so? Was ist los bei euch? Was macht ihr hier? Oh, der ist auf jeden Fall richtig gut drauf, Alter. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Bill Clinton. Bin ich wieder da, wo ich gestern ausgestiegen bin. Überlege ich, ob ich mit dem Bus nach Braunlage fahre, dort wieder umsteige, nach Altenau, um in die Therme zu gehen. Keine Ahnung, ich habe mir gesagt, ich will raus an Silvester und Neujahr in die Therme, Outdoor sein, war ich ja jetzt. Und alles andere lasse ich auf mich zukommen und lasse ich dann wirken. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, dachte mir so, gibt es hier nicht auch eine Therme? Ja, dann hatte ich Bock auf Therme. Ich werde mal gucken, wie man da hinkommt, ob ich das mache. Also ich fühle gerade einfach Drive. Und der Drive, der es sein soll, wird es sein. Punkt. So, Braunlage, 820. Also, Bad Harzburg, Braunlage bin ich ja gestern umgestiegen. St. Andreasberg hat mich die Frau rausgelassen. 9 Uhr und 20. Das wären 13 Minuten. Ich glaube, den nehme ich. Dann wollen wir erstmal die Therme oder was? Aber egal, so soll es sein. Das Leben ist nun mal so. Man muss spontan sein, flexibel, anpassungsfähig, widerstandsfähig. Man muss wissen, was man in sich trägt für Gefühle, auf die man hören kann. Und für gerade Therme und darauf hören. Punkt. Wir sehen gleich das Vorhaus. Anlage oder was? So, St. Andreasberg. Jetzt kommt der Bus nach Altenau, wenn ich hier, da wo ich gestern Abend losgefahren bin. Aber das ist ein Leben, das ist halt ein Abenteuer. Man muss manchmal spontan sein, random einfach mal was machen. So habe ich es gemacht und jetzt geht's random wieder zurück. Ja, heute geschieht alles anders als geplant. Im Endeffekt geschieht gar nichts anderes als geplant, weil ich gar nicht geplant habe. Und das, was ich geplant habe, ist geschehen. Also muss ich mich korrigieren. Es geschieht alles genauso, wie es geschehen soll. Kommt ihr irgendwie gleich in den Bus? Ich gehe gleich wieder in den Pferdeschutz zurück. Ja, hier ist ja das Dammhaus von der anderen Strecke. Hier bin ich sonst immer lang gegangen, Hessenstieg hier unten. Ja, und jetzt sind wir hier mal in einem Auto am Langfahren. Zack. Also um 17.15 Uhr kommt irgendwie der letzte Bus. Das ist in 5 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit der Therme in der Zeit. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier. Könnt ihr euch das vorstellen? Kennen Sie die Kombination aus Datteln und Erdnussmus? Nee. Falls nicht, das müssen Sie unbedingt mal ausprobieren. Aber ich bin süchtig danach geworden. Ich kann schnell gehen. So, ich habe keinen Kuchen. Aber was ich habe, ist Bock auf Therme. Also Leute, ich gönne mir jetzt wieder Neujahr. Reinigung für Körper, Geist und Seele 2.0. Das ist ein Laststopp. Kommen nur so viele rein, wie rauskommen. Und da es ja auch erst aufgemacht hat, dauert das Wort. Aber mir gar nicht gönnen. Habe ich eine halbe Stunde oder so da drin gechillt in der Schlange. Therme 2.0. Übelst gut gewesen. Ach Leute, hau rein. Ist gut. Und jetzt suche ich mir erstmal einen Bus. Dann suche ich mir einen Bahnhof mit Deutschen Bahn. Dann fahre ich irgendwo anderes wieder hin. Und dann lasse ich mich da abholen. Und dann chill ich mein Leben. Ich bin jetzt meiner Silvester-Neujahrs-Mission durch. Ich habe seit 3 Tagen keine Kippe geraucht. Ich denke auch tatsächlich kaum darüber nach. Jetzt ist mein Körper, meine Seele, mein Geist durch die 2 Tage Therme refreshed. Durch die Geisterbeschwörung, Dämonenverbrennung habe ich auch meinen Geist quasi gereframed. Ja, mir geht's gut, war richtig geil. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Einfach planlos, geradeaus. Erstmal Okertalsperre, so wie ich Bock hatte. Ja. Naja, jetzt schaue ich mal hier, was hier abgeht. Ich muss auf jeden Fall jetzt gucken.
wann der Bus kommt. Wir haben hier einen Bus nach Goslar und dann geht's ab nach Magdeburg. Ach Leute, ist schon witzig mit mir selbst unterwegs zu sein. Ich sag's euch, wie es ist. Goslar. Was ich alles bin, Alter. Magdeburg, hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich habe gerade noch eine gute Unterhaltung geführt. Jetzt werde ich mal schauen, wo ich abgeholt werde und dann ist die Mission complete für heute. Hat alles gut geklappt, Silvester, Neujahr, dies, das, Term. Magdeburg ausgestiegen, ich bin jetzt da. Mission complete. Steppen wir ins Auto und dann soll es das mal auch gewesen sein. Also, haut da rein.